freue ich mich, dass ich hier vor so einem großen Publikum zu diesem Thema sprechen kann. Ja, ich bin in den Bundestag für die AfD-Fraktion gewählt worden, von Ihnen hier. Von Ihnen persönlich weiß ich jetzt nicht, aber von den Baden-Württembergern. Und ich habe vorher in meinem Berufsleben davor als in verschiedenen Funktionen in der Pkw-Entwicklung und in der Entwicklung für Transporter eines großen baden-württembergischen Autounternehmens gearbeitet. Da ich jetzt gesagt habe, Transporter, dürfte die Auswahl nicht mehr so groß sein. Und ich habe mich mein ganzes Leben lang eigentlich damit beschäftigt, wie entwickelt man oder was hat man für Optionen, verbrauchssparende Fahrzeuge zu entwickeln, weil das war schon ein Thema, bevor man über das Thema CO2 gesprochen hat, macht ja auch durchaus Sinn, Kosten zu sparen, Ressourcen zu sparen. Und das ist natürlich immer auch ein Fokus gewesen von mir, dass ich mich eben darauf, ja, damit beschäftigt habe, wie kann man Ressourcen sparen. Und diese Diskussion, die wir jetzt erleben, die ist nicht neu. Die ist weit über 20 Jahre alt. Nur sie erreicht sie jetzt. Und das ist etwas, was neu ist. Und da sind wir jetzt auch bei den Gesetzen. Wir haben momentan ja die Situation, dass wir alle gar nicht genau wissen, wo die Diskussionen herkommen. Wir haben eine IAA, da gibt es auf einmal Proteststürme. Zufällig vorher hat man das Thema SUV kritisiert. SUV, Sports Utility Vehicle, sind diese etwas höher gesetzten Autos, für den wir den englischen Begriff nicht mag, meistens mit Allradantrieb, haben eine gute Übersichtlichkeit und haben einen großen Vorteil, den viele gar nicht so richtig wahrnehmen. Sie bieten relativ viel Stauraum auf relativ kleiner Fläche. Das heißt, man kommt auch mit dem großen Auto noch ganz gut in eine Parklücke und gerade im Stadtverkehr hat man den großen Vorteil, dass man gute Übersichtlichkeit hat. Und für ältere Menschen, ich weiß das von meinem Vater, ist es so, das Rein- und Rauskommen in diese Autos ist einfach viel bequemer. Das heißt, es gibt gute Gründe, warum diese Fahrzeuge so beliebt sind. Ich würde auf Fragen später eingehen. Ja, Sie kommen gut mit Schlaglöchern zurecht. Sie kommen auch gut mit Schlaglöchern zurecht, ja. Und davon gibt es ja immer mehr. Aber wir müssen mal die praktischen Gründe sehen. Die praktischen Gründe, warum sich Menschen für etwas entscheiden und natürlich auch die optischen Gründe. Wenn etwas, und das ist unsere Gesellschaft, hat das ja bisher so gemacht, wenn etwas quasi einen Nutzen bringt, einen erkennbaren Nutzen bringt oder einen großen Schaden anzurichten für einen selber, weil es nicht so viel teurer ist, man sich das leisten kann, dann entscheidet man sich für ein Produkt. Das nennt man Marktwirtschaft. Was wir momentan erleben ist, es fing an mit dem Thema Flugreisen. Hat das gar keiner vielleicht so richtig mitgekriegt. Es gab auf europäischer Ebene die Aussage, wir müssen Flugreisen verbieten. Und ich warte auf die Aussage, die kommen wird, wir müssen SUV verbieten. Und jetzt können wir anfangen mit dem Verbieten. Wir können anfangen mit dem Verbieten und es geht immer weiter. Am Ende landet das Verbieten da, wo sie quasi gar keine Mobilität mehr haben. Weil, und da müssen wir uns drüber im Klaren sein, wir sind momentan in einer völlig irrationalen Debatte. Und ich will die ein bisschen rationaler machen, deshalb habe ich heute Abend auch ein paar Sachen mitgebracht. Und wir sind in dieser Debatte momentan Zuschauer. Oder Sie sind Zuschauer. Aber das muss nicht so bleiben. Und es ist auch nicht so, dass das Ende oder der Ausweg aus dieser Diskussion vorgezeichnet ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aus dieser Diskussion rauszukommen und für uns alle Lösungen zu finden. Und das Schlimme ist, dass wir momentan darüber nicht reden. Ich fange mal an. Die Europäische Union hat eine Richtlinie rausgegeben. Eine Richtlinie für CO2-Grenzwerte. CO2 ist direkt proportional zum Verbrauch. Da können Sie also auch mit einer Abgasreinigungsanlage nicht tricksen. Da gibt es keine Lösung. Weil der Kohlenstoff, der hinten rauskommt, der ist vorher in Form des Sprits durch den Motor gegangen. Das heißt, wenn ein Auto viel verbraucht, treffe ich es mit diesen Grenzwerten. Das heißt, diese CO2-Grenzwerte sind nichts anderes als Verbrauchsbegrenzung. Und da hat die EU für sie entschieden. Und ich sage jetzt mal relativ willkürlich entschieden. Der Durchschnittsverbrauch für ein Dieselfahrzeug eines Autoherstellers soll so um die 3,6 Liter betragen, ab nächstes Jahr. Wenn der Hersteller das nicht erreicht, dann kostet es den Hersteller
richtig viel Geld bei der Zulassung des Fahrzeugs. Da muss er eine Strafe zahlen. Für einen Verkauf, nicht bei der Zulassung. Und die Strafe ist in der Größenordnung von ungefähr 2.500 Euro für jeden Liter, den das Auto mehr verbraucht. Die Verbrauchsbasis, die hat man zwischenzeitlich ein bisschen angepasst, momentan noch nicht ganz endgültig fixiert. Aber gehen Sie mal davon aus, dass es ungefähr der Realverbrauch ist. Jetzt fange ich dieses Gespräch eigentlich immer an mit der Frage, wer von Ihnen fährt ein Auto, das im realen Betrieb 3,6 Liter oder weniger verbraucht? Ich habe aber einen mit dem Tesla kommen sehen, das muss also mindestens einer da sein. Ne? Also, ein Hammer. Der ganze Rest hat das nicht. Jetzt geht es noch weiter. Die EU hat diese Grenze für das Ende der 2020er Jahre auf ungefähr 2,4 Liter reduziert. Das heißt, Autos, die oberhalb von 2,4 Liter Sprit verbrauchen, hier in diesem Fall Diesel, für Benzin ist es ein bisschen mehr, die müssen Strafe zahlen. Über die Höhe haben wir gerade geredet. Das heißt, im ersten Schritt, für die Autohersteller werden verbrennungsmotorische Fahrzeuge sehr viel teurer. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das können Sie auch nicht mehr verhindern. Das ist eine Verordnung der Europäischen Union und die gilt. Und die ist durch den Deutschen Bundestag gegangen und das war das Interessante. Das war eines der ersten Gesetze, wo wir praktisch im Parlamentsbetrieb aktiv waren und wir haben versucht, das zu diskutieren. Es ist abgelehnt worden, es ist von der Tagesordnung genommen worden. Der Deutsche Bundestag hat über das Gesetz, über das ich jetzt hier rede, keine Sekunde geredet. Keine Sekunde. Es ist einfach so durchgegangen. Und es hat gar keiner groß gemerkt, hat auch keiner darüber geschrieben. Warum? Es stand ja auch nicht auf der Tagesordnung. Ja. Das heißt also, das ist diese CO2-Richtlinie und natürlich ist es so, dass ein Autohersteller, wenn er weiß, dass das jetzt kommt, und ich habe Ihnen das gerade gesagt, wie die Grenzwerte sind, dann müssen Sie davon ausgehen, dass ein Autohersteller ablehnen kann, dass er Ende der 2020er Jahre höchstwahrscheinlich nur noch zu sehr hohen Kosten verbrennungsmotorische Fahrzeuge verkaufen kann. Was heißt das konkret? Verbrennungsmotorische Autos werden wahnsinnig viel teurer. Wer sich heute, ich sage jetzt mal, eine E-Klasse leisten kann, er wird sich mit diesen Differenzen, ich brauche so, sagen wir mal ehrlich, Realbetrieb 9 Liter, ja, Größenordnung, Benzin, können Sie sich mal überlegen, wie viel die über den 2,5 Liter liegt, ja, mit Verbrennungsmotor, gibt es natürlich noch diese Hybridvarianten, aber mit Verbrennungsmotor ist es mal so das Gesetz. Und wir haben dann das Problem, dass diese E-Klasse so viel teurer wird, dass sie sich das nicht mehr leisten können mit einem begrenzten Budget und sich dann eine C-Klasse kaufen können. Eine C-Klasse verbraucht nicht viel weniger. Das heißt, der Kunde der C-Klasse wird sich das auch nicht mehr leisten können. Er wird sich dann eine A-Klasse kaufen. Und wer sich heute gerade mal eine A-Klasse leisten kann, ist ja schon ein tolles Auto, gerade eine A-Klasse leisten kann, der kann sich dann als Neuwagen kein vergleichbares Auto mehr leisten. Weil auch diese A-Klasse liegt natürlich als Benziner sehr viel über diesen Werten, die ich da gerade gesagt habe. Das sind also vielleicht bei 7 Liter. Also zumindest ist das bei uns immer so gewesen. Ja, was ist das Ergebnis? Ganz viele Leute können sich verbrennungsmotorische Autos nicht mehr leisten. Das macht das Gesetz. Es wird einfach sehr teuer. Das ist noch ohne die CO2-Steuer. Das heißt, der Sprit wird noch mal extra teurer, ist da noch gar nicht drin. Wir sind jetzt erstmal nur beim Neupreis. Jetzt sagt sich der clevere Schwabe natürlich, macht nichts, kaufe ich mir gebraucht. Ist natürlich keine Lösung, weil die Gebrauchten werden ja nach 2-3 Jahren den Preissprung mitmachen. Was ich damit sagen will, ist, Autofahren wird sehr viel teurer. Und das beeinflusst natürlich auch die Firmenpolitik der Autohersteller. Die werden sich überlegen müssen, ob sie in Europa, in Deutschland, diese Verstückzahlen an großen verbrennungsmotorischen Fahrzeugen noch produzieren, die sie heute produzieren, wenn diese Autos praktisch keiner mehr kaufen kann oder keiner mehr kaufen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass es in der EU die Mehrheiten sich so ändern, dass dieses Gesetz oder diese Verordnung der EU bis 2025 geändert wird. Und damit dürfte die Entscheidung, ob wir verbrennungsmotorische Fahrzeuge
oder andere Antriebsformen wie elektrische Fahrzeuge, die dürfte bis dahin manifestiert sein. Weil niemand wird auf Dauer parallel beide Richtungen bedienen können. Das ist vollkommen klar. Sie müssten in einer Fahrzeugklasse ein Elektrofahrzeug und einen Verbrenner anbieten. Der Kundenstamm bleibt aber gleich. Das heißt, Sie haben die Entwicklungskosten, müssen Sie umlegen im Prinzip auf die halbe Stückzahl, die Sie realisieren können. Das Elektroauto hat auch noch einen Nachteil. Der Tesla-Fahrer da vorne weiß das sicherlich. Es ist nicht so richtig günstig, ein funktionierendes Elektroauto zu fahren. Es gibt auch nicht so gut funktionierende Elektroautos, die sind auch nicht wirklich günstig, aber die sind bezahlbar für viele Menschen. Die sind so heute in der Größenordnung um 30.000 Euro. Die haben aber eine eingeschränkte Reichweite. Mit denen kommen Sie im Realbetrieb 250 Kilometer, vielleicht auch nur 200 Kilometer bei ungünstigen Bedingungen. Und damit müssen Sie jeden Tag nachdenken. Wann haben Sie geladen? Wie organisieren Sie Ihr Leben? Sie müssen Ihr Leben um die Ladezeiten rumplanen. Sie können auch ein teures Elektroauto fahren. Die gibt es auch mit Reichweiten um die 500 bis 600 Kilometer, im Realbetrieb vielleicht 450. Ja, das gibt's. Und das sind die, von denen immer geredet wird. Problem an der Sache ist, diese Autos kosten sechsstellige Beträge oder nahezu sechsstellige Beträge. Und das wird in der Größenordnung auch so bleiben. Das heißt, wir haben das Problem, dass sehr viele Leute von Mobilität abgekoppelt werden. Zumindest von funktionierender Mobilität. Einerseits, weil ich die Verbrennungsmotoren teurer mache und andererseits, weil Elektroautos nicht erkennbar signifikant günstiger werden. Ich rede jetzt von dem Zeitraum, den man überschauen kann. Und dieser Zeitraum ist irgendwo so bis 2025. Ich rede nicht von dem Zeitraum, ob irgendjemand in 2040 irgendwas Tolles erfunden hat, dass Elektroautos bezahlbar sind. Bleiben wir bei dem Zeitraum, den wir alle überschauen können. Und da werden sich die Kosten nicht wesentlich ändern für die Batterien und damit auch die Verkaufspreise nicht wesentlich ändern. Das heißt, wir haben die Situation, dass aus politischen Gründen massive Subventionierung des Elektroantriebes bzw. Verteuerung des Verbrennungsmotors in Europa eine politische Situation erzeugt wird, dass verbrennungsmotorische Fahrzeuge praktisch nicht mehr oder nur noch in kleineren Stückzahlen am Markt bestehen können. Das ist die Situation, die wir haben. Und mit dieser Situation muss man umgehen. Wir könnten uns jetzt als Opposition, wir sind ja die politische Opposition, hinstellen und sagen, wir sind gegen diese CO2-Regelung. Können wir machen. Und damit ist die Diskussion für uns beendet. Wir werden, ich habe das gerade eben gesagt, den Absatzmarkt für unsere Industrie in der EU und damit ihre Arbeitsplätze und unser Leben, weil wir ja in der EU nach wie vor sind, mit dieser Diskussion nicht verändern. Weil es, wie gesagt, bereits entschieden ist und sich absehbar keine neuen Mehrheiten bilden werden. Das heißt, wir können die Diskussion an der Stelle verlassen oder wir können uns an dieser Diskussion konstruktiv beteiligen. Ich schlage Letzteres vor. Auch wenn es unsere Parteiposition ist, und das wiederhole ich gerne, dass wir an diesen ganzen CO2-Hysterie und nichts anderes ist es, nicht glauben. Trotzdem müssen wir mit einer Gesellschaft oder Gesetzgeber umgehen, der diese irre CO2-Hysterie mitmacht und uns Gesetze vorgibt. Wir müssen innerhalb dieser Gesetze das Optimum rausholen. Natürlich ist es schön, wenn die Gesellschaft überzeugt hat und der EU eine Mehrheit dafür kriegen, dass diese Gesetze grundsätzlich Schwachsinn sind. Aber davon sind wir momentan weit entfernt. Was passiert jetzt? Das habe ich mir nicht ausgedacht, aber das sind so diese Zahlen. Daimler und Volkswagen wollen ungefähr 25% der Fahrzeuge elektrisch betreiben. Volkswagen-Konzern. Und damit geht einher, und das betrifft vor allen Dingen Autoherstellerland, Ländle wie unseres, geht einher der Verlust von Arbeitsplätzen. Das ist ganz einfach. Die elektrischen Antriebe sind sehr viel einfacher in der Herstellung. Die manuellen Fertigungsschritte, wie das so schön heißt, von einem Verbrennungsmotor haben sie ungefähr 1000 Teile, ja, die müssen sie natürlich viel öfter zusammenfügen, als diese 100 Teile von einem Elektromotor, Größenordnung. Problem, zweites Problem, der Elektromotor kann dann maschinell gefertigt werden und damit fallen in der Fertigung der Motoren, im ganzen Herstellprozess unendlich viele Arbeitsplätze weg. Jetzt können wir sagen, das ist Fortschritt. Ja, das ist Fortschritt. Aber wir haben am Anfang ja gesagt,
wenn das Elektroauto besser ist als der Verbrenner, dann braucht es auch keine Subvention. Und dann braucht der Verbrenner nicht verteuert werden. Das heißt, unsere Position ist nicht, wir sind nicht gegen das Elektroauto, wir sind nicht gegen den Fortschritt. Wir wollen nur nicht diese politische Entscheidung, die einer technischen Entscheidung oder einer Marktentscheidung vorgreift. Also, durch Elektroantriebe brauche ich sehr viel weniger Arbeitskräfte. Gleichzeitig, und das ist das Wort Wertschöpfung, der Antriebsstrang besteht aus einem relativ günstigen Elektromotor und einer sehr teuren Batterie. Diese Batterie besteht aus vielen kleinen Zellen. Da heißt es immer, es wird in Deutschland Batteriefabriken geben. Ja, das mag sein, dass es die eine oder andere Batteriefabrik gibt. Das heißt, da werden die Zellen zusammengefügt in einem Gehäuse, mit einem Lüfterventilator versehen oder mit einer Wasserkühlung und ins Auto montiert. Das ist nicht die Wertschöpfung. Die Wertschöpfung der Batterie ist die Herstellung der Zelle. Die Zelle, ja, also haben wir ja gelernt von gewissen Grünpolitikern, besteht allerdings nicht aus Kobold, sondern aus Lithium-Kobalt-Dioxid. Und das ist sehr energieintensiv, wenn man es als Zelle herstellt. Jetzt kommen wir zu dem Problem, zu einem anderen Problem, wie mehr. Wir sind ja so ein Land, das so mittlerweile verschiedene Felder radikal beackert hat. Energiewende, sage ich nur. Bei der Energiewende haben wir das Thema gehabt, dass wir vor allem den Strom wahnsinnig teuer gemacht haben. Und der wird noch teurer. Wenn Sie jetzt also die Zellen herstellen wollen, dann brauchen Sie dafür unglaublich viel Energie. In Deutschland kauft ein Hersteller diese Energie unsubventioniert in der Größenordnung über 20 Cent, eher 25 bis 30 Cent ein. Das ist so. Die Stromerzeugungskosten in China, steuern jetzt mal außen vor, liegen so bei 1 bis 3 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, unfassbare Vorteile für die Fertigung von energieintensiven Gegenständen. Da können Sie hier so viele Batteriefabriken bauen, wie Sie wollen. Da können Sie nicht gegen ansubventionieren. Weil subventionieren heißt nichts anderes als, wir nehmen Ihr Steuergeld und stecken es in ein sinnloses Projekt. In diesem Fall. Sie werden es nicht subventioniert kriegen, eine Batteriefabrik in Europa mit unseren Stromentstehungskosten wettbewerbsfähig in einem anderen Teil der Welt. Das ist ein Fakt. Das heißt, wenn diese Batterien nicht mehr in Deutschland hergestellt werden, aber diese Batterien bei einem Durchschnittsauto ungefähr 15-20% des Wertes des gesamten Fahrzeuges, manchmal auch 30% ausmachen, dann verliert diese Firma Wertschöpfung. Weil für jedes produzierte Auto gibt es jetzt nicht mehr den Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die den Motor zusammenfertigen in der Motorenfertigung eines Herstellers. Es gibt nicht mehr den Arbeitsplatz beim Hersteller des Zylinderkopfes, der mit Maschinen gearbeitet hat, die aus der Region kamen und den Zylinderkopf gefräst hat. Das heißt, es gibt noch nicht mehr den Arbeitsplatz beim Maschinenbauhersteller in der Region. Es gibt noch nicht mehr den Arbeitsplatz beim Drehteilehersteller in der Region, der dem Maschinenbauhersteller zugearbeitet hat und, und. Und das sind diese, wahrscheinlich sind diese Rechnung noch gar nicht drin, 110.000 Arbeitsplätze. Und wenn Sie den Maschinenbauhersteller auf der Alp, wenn der nicht mehr für den Daimler oder für Porsche Zylinderköpfe oder Maschinen für Zylinderköpfe liefert, dann kann der Bäcker, der Metzger und der Friseur auf der Alp auch nicht mehr das Geld erwirtschaften. Und das ist das Problem der Wertschöpfung. Das heißt, wenn wir auf Elektromobilität umstellen, was wir als Fortschritt verkauft kriegen, heißt es ein Riesenverlust an Wertschöpfung. Völlig unabhängig davon, wie viele Autos wir hier verkaufen. Würde die Zahl der Autos gleich bleiben, wäre das so. Aber ich habe ja eben gesagt, wer soll denn die ganzen Autos kaufen? Wer soll eigentlich die Elektroautos in Europa kaufen? War einer von Ihnen eigentlich mal in Portugal in letzter Zeit oder in Spanien oder in Italien? Können Sie sich vorstellen, dass es ein flächendeckendes Ladenetz in Europa gibt? Und wer soll das bezahlen? Und warum sollte das jemand bezahlen? Für die deutschen Autohersteller? Das wird es nicht geben. Es gibt diese Diskussion auch gar nicht in anderen Parlamenten, dass man flächendeckend Ladenetze in Größenordnung, wie wir das in Deutschland tun, subventioniert. Ja, okay, für so ein kleines Land wie Holland mag das funktionieren.
In Norwegen gibt es das auch, aber nur in den Ballungszentren. Muss man wissen, Norwegen hat 5 Millionen Einwohner. Also sehr überschaubar. Das heißt, den Absatzmarkt für Elektroautos gibt es nicht. Den Absatzmarkt für Verbrenner haben wir kaputt gemacht. Das heißt, zu dem Thema der Wertschöpfung kommt noch dazu, natürlich müssen wir mit einer Stückzahlreduzierung rechnen. Von unseren hochwertigen Fahrzeugen, die ja mit Verbrennungsmotoren heute in Europa verkauft werden. Und wenn wir hier über Stückzahlreduzierung reden, dann fällt eben nicht nur der Arbeitsplatz in der Motorenfertigung weg, sondern es stellt sich die Frage generell, warum soll ich ein Auto in großen Teilen in Europa bauen, das ich in Europa nicht mehr verkaufen kann? Warum soll ich das nach USA importieren? Mit Zöllen und allem drum und dran. Die betriebswirtschaftliche Antwort kann Ihnen jeder geben. Langfristig wird man ein Auto, das man in Europa nicht mehr verkaufen kann und nicht mehr in Europa produzieren. Und aus diesem Grund ist es viel schlimmer als nur der Einstieg in die Elektromobilität. Es ist der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, der hier beschlossen wurde. Und zwar demokratisch beschlossen wurde auf europäischer Ebene. Das haben Sie gar nicht entschieden. Ich habe es ja gesagt, Sie haben noch nicht mal eine Sekunde darüber geredet oder Ihre Vertreter im Bundestag. Wenn Sie das zusammennehmen, haben Sie auch keine E-Auto-Produktion in Europa. Das ist nicht zu erwarten, weil die großen Stückzahlen wird es nicht geben, sondern ein Großteil der Elektrofahrzeuge wird sicherlich in Asien produziert werden, wo auch die Gestehungskosten für die Batterie und die Zellen geringer sind. Das heißt, wir schaffen durch eine Gesetzgebung der EU unsere Autoindustrie vorwiegend in Deutschland ab. Das können wir jetzt hin und her diskutieren. Wir können sagen, okay, wir retten das mit dem Hybrid. Das ist ja so die Diskussion, die in den Autounternehmen immer stattfindet. Durch Hybridisierung der Fahrzeuge kann man das Problem lösen. Jetzt müssen Sie noch wissen, da gibt es Gesetze, die liegen momentan noch so im Ausschuss. Da steht ganz klar drin, wenn die Realverbräuche durch Elektrifizierung oder Hybrid nicht den tatsächlichen Verbräuchen oder den zertifizierten Verbräuchen entsprechen, dann wird das neu bewertet. Und wissen Sie was? Wer, der einen Hybrid fährt, fährt den tatsächlich im Wesentlichen elektrisch? Fast niemand. Das heißt, da wird hinterher rauskommen, die Hybridisierung wird eine andere Zertifizierung kriegen und dann lohnt sie sich nicht mehr. Das ist absehbar, weil das Gesetz gibt es. Ich weiß nur nicht, ob das jeder offen diskutiert. Das heißt, wir kommen nicht raus aus der Nummer. Per Gesetz ist beschlossen worden, in Europa praktisch das Ende des Verbrennungsmotors. Soweit so schlecht. Was müssen wir tun? Oder was können wir tun? Wir müssen die Verbindung zu CO2, zum Verbrennungsmotor kappen. Klingt gut, ne? Die Lösung dafür, da werde ich ja immer bei unseren Fachausschüssen für kritisiert, die Lösung dafür ist, dass wir einen Treibstoff verwenden, der nicht mehr aus der Erde kommt, sondern einen Treibstoff, der synthetisch hergestellt wird. Synthetisch hergestellt heißt, das C, also sag ich mal Diesel, Benzin, chemisch betrachtet, eine Kohlenwasserstoffkette. Kohlenwasserstoffkette sind ein paar Cs und hinten rum hängen überall die Hs dran. Können Sie synthetisch einfach herstellen? Können Sie aus jedem Gegenstand, wo ein C drin ist, herstellen? Sie können das sogar aus CO2 herstellen. Und das werden Sie auch machen. Aus Abgasen. Sie können diesen Kraftstoff aus Abgasen herstellen. Und wissen Sie was? Das wird sogar schon gemacht. Ein Großteil der Kosmetika ist nämlich ein Wachs. Ja? CH-Kette ist ein Wachs. Großteil der Kosmetika entsteht mit synthetisch hergestelltem Wachs. Ist nicht mehr Mineralöl wie früher. Sondern man nimmt jetzt heute synthetische Kraftstoffe dafür. Oder synthetische Kohlenwasserstoffe. Und das geht im großen Stil auch für Kraftstoffe. Es müsste nur so sein, dass Sie diesen Kraftstoff günstig herstellen können. Ich rede jetzt gar nicht über den Energieaufwand. Ja, man muss natürlich mehr Energie reinstecken, als man hinterher rauskriegt. Aber chemisch gesehen ist dieser Kraftstoff identisch mit Benzin, Diesel und Kerosin. Und diese Raffinerie für diesen Kraftstoff, die könnte man in Deutschland bauen.
man braucht dazu natürlich günstige Strompreise. Und das ist immer wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, ein bisschen schwierig. Wenn Sie mit Investoren reden, die in Synthetic Fuels investieren, dann sagen die aber ganz klar, wir stellen den Kraftstoff in der Größenordnung von um den 1 Euro her, großserientechnisch. Sie wissen, wenn Sie heute an die Zapfsäule gehen, zahlen Sie zwischen 1,50 Euro, wenn die CO2-Steuer kommt, 2 Euro für jeden Liter. Die Herstellkosten für den Kraftstoff hängen ab vom Rohölpreis, liegen zwischen 40 und 60 Cent Größenordnung. Das heißt, ja, Sie sind mit dem synthetischen Kraftstoff teurer. Aber wenn ich in Europa und in Deutschland keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor verkaufe und mir die ganzen Arbeitsplätze flöten gehen, dann gehen mir jede Menge Steuereinnahmen verloren. Und wenn ich Elektroautos protegiere, dann gehen mir auch Steuereinnahmen verloren, beziehungsweise ist ja eine Subvention. Wenn ich das jetzt nehmen würde und auf die Mineraliensteuer vom synthetischen Kraftstoff zumindest in Teilen verzichten, dann könnte man einen synthetischen Kraftstoff ungefähr zu dem Preis anbieten, oder vielleicht ein bisschen erhöht, zu dem heute normaler Kraftstoff angeboten wird. Dieser Kraftstoff, der synthetische Kraftstoff, machen wir uns nichts vor, kann momentan in Deutschland nicht hergestellt werden. Es liegt nicht daran, weil unsere Ingenieure oder unsere Arbeitnehmer oder unsere Raffinerien zu blöd sind. Das liegt einfach daran, dass die Energiekosten zu hoch sind. Wir müssten diese Kraftstoffe importieren. Aber wissen Sie was? Das Rohöl importieren wir heute auch. Das kommt ja auch nicht aus deutschem Boden. Und wissen Sie was? Der synthetische Kraftstoff kommt mit dem gleichen Tanker, mit dem das Rohöl kommt. Das ist gar kein Problem. Ja, es gibt Länder auf der Welt, die könnten den synthetischen Kraftstoff zu den Kosten, die ich gerade gesagt habe, herstellen. Die können ihn aus regenerativen Energien herstellen. Die machen das mit Wasserkraft. Die machen es da, wo die Sonne tatsächlich das ganze Jahr scheint oder der Wind tatsächlich das ganze Jahr bläst. Oder die machen das, und das ist wahrscheinlich der realistische Fall, mit Kernenergie. Alles das, was wir nicht mehr wollen. Und deshalb ist diese Option, auf synthetische Kraftstoffe zu gehen, nicht ein Hirngespinst. Es ist eine reale Option. Und wissen Sie, was mich am meisten ärgert? Es wird nicht diskutiert. Haben Sie das im großen Stil gehört? Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren ein SUV, der verbraucht 20 Liter im Stadtverkehr und es ist scheißegal für die Umwelt, wie viel der verbraucht. Es ist nur Ihr Problem, dass Sie den Sprit dafür bezahlen können. Der Umwelt schaden Sie kein Stück, weil der Kraftstoff, den Sie tanken, nicht aus der Erde kommt, sondern CO2-frei hergestellt wurde. Wir müssen diese Diskussion, dass ich CO2 erzeuge, mit einem Verbrennungsmotor gar nicht führen. Aber wissen Sie, warum Ihnen das niemand sagt? Weil man dann nicht mehr den Druck und das schlechte Gewissen bei Ihnen ausüben kann. Und weil man diesen Druck und das schlechte Gewissen braucht, damit sie das Auto hassen, damit sie Leuten das schlechte Gewissen einreden, damit wir, und ich komme da nachher nochmal dazu, damit wir hier sozialistische Maßnahmen einführen können zur Reduzierung der Kraftfahrzeuge und zur, sage ich jetzt mal, Gängelung der Bevölkerung. Es gibt keinen Grund, warum wir synthetische Kraftstoffe nicht einsetzen. Es ist wesentlich günstiger, auf diese umzusteigen, als dieses Märchen von der Elektromobilität flächendeckend zu treiben. Wie gesagt, das Einzige, was man dafür machen müsste, ich komme da noch dazu, die synthetischen Kraftstoffe als CO2-frei anerkennen. Und dann sinkt auch der Flottenverbrauch unter die Richtwerte. Weil jedes Auto, das ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe verbrennt, wie viel Gramm CO2 erzeugen Sie mit dem? Null. Müssen wir noch wissen, jedes Elektroauto in Deutschland lädt ja mit dem Strom aus der Steckdose. Kennen Sie den Witz mit dem Strom, mit den drei Kabeln? Ja? Das braune Kabel, das steht für Kohlestrom, das blaue Kabel steht für Kernenergie und das gelb-grüne Kabel steht für Ökostrom. Einige lachen, okay. Die anderen können es mal probieren, wie viel da rauskommt aus dem gelb-grünen Kabel. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben in Deutschland tatsächlich einen Strommix. Also es ist der Nullleiter, kommt nichts raus. Das ist der Strommix in Deutschland. Aus jeder Steckdose kriegen Sie keinen Ökostrom. Auch wenn Sie einen Ökostromvertrag haben. Aus dieser Steckdose
kommt ein Strommix und der ist CO2 belastet. Und es sind aktuell 540 Gramm CO2 für jede Kilowattstunde. Man kann das umrechnen auf das Auto und den Verbrauch. Also so eine E-Klasse liegt in der Größenordnung 120 Gramm CO2. Und da liegt auch ein Tesla Model S mit dem deutschen Strommix. Der Witz ist also der, dadurch, dass Sie ein Elektroauto ersetzen, also ein verbrennungsmotorisches Auto durch ein Elektroauto ersetzen, sparen Sie gar kein CO2. Sie verlagern es nur von dem Verkehrssektor in den Energieerzeugungssektor. Wir haben diese Anfrage gestellt bei der Bundesregierung. Wissen Sie, was die Antwort war? Ich habe gefragt, wo kommen denn die ganzen Emissionen her? Ja, wie können Sie das erklären? Wieso können wir hier was einsparen, wenn wir auf Elektroautos umstellen? Da war die Antwort, dann verschwinden die Emissionen aus dem Verkehrssektor. Und da habe ich gefragt, ja, aber die entstehen doch im Energieerzeugungssektor. War die Antwort der Bundesregierung, nein, die entstehen nicht, wir sparen ja Energie. Wie wir die Energie sparen, hat keiner beantwortet. Das ist so ungefähr wie dieses Hütchenspiel. Ne? So zack, 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 wo sind die Emissionen? Es ist total unseriös, wie dieses Thema diskutiert wird. Sie müssten, um alle Autos in Deutschland, damit sie mal eine Dimension haben, zu ersetzen, mit CO2-neutralem Strom, müssten sie über 20 Kernkraftwerke bauen, nicht abschalten. Wenn sie die nicht bauen und diesen Strom ersetzen mit Kohlekraftwerken, dann erzeugen sie Emissionen. Und es gibt momentan kein Energiekonzept in Deutschland, wie man den Strom der heutigen Kohlekraftwerke durch Ökostrom ersetzen will. Das heißt also, eine Lösung für diesen Mehrstrombedarf, für die Elektromobilität gibt es natürlich auch nicht. Das heißt, es gibt gar keine Lösung, aber man beschließt schon mal den Ausstieg. Kein Mensch würde das privatwirtschaftlich durchgehen lassen. Weil das Ding aber so komplex ist und weil in der Öffentlichkeit immer wieder dieses verzerrt wird, fällt uns das nicht auf. Weil alle nur noch ein moralisch überhöhter Mensch sein wollen und diese Sachdiskussion nicht mehr führen. Ich habe persönlich überhaupt gar nichts gegen Elektrofahrzeuge. Ganz im Gegenteil, ich finde sie sogar sehr toll. Aber in Verbindung mit Kohlekraftwerken oder zumindest teilweise Kohlestrom ist es für das CO2 überhaupt kein Fortschritt. Und deshalb muss ich diese Diskussion über das CO2 hier gar nicht führen, weil die Maßnahme, die mir vorgeschlagen wird, als CO2-Reduktion, ist gar keine. Erstmal müsste ich in Deutschland sicherstellen, dass die Stromversorgung CO2-frei funktioniert, bezahlbar funktioniert. Wenn das sichergestellt ist, dann können wir hier auf Elektroautos umstellen und tatsächlich CO2 reduzieren. Vorher nicht, vorher steigen wir zwar um, habe ich ja gerade eben gesagt, aber unseren CO2-Haushalt wird das überhaupt nicht tangieren. Wir werden nur unsere Arbeitsplätze in der Autoindustrie verlieren. Und Sie werden sich kein Auto mehr leisten können. Das ist alles, was es erzeugt. Es macht gar nichts für den Sinn. Ich will das mal vergleichen, oder will ich mal sagen, was das Problem ist. Diese E-Fuels, die dürfen wir nicht mit dem Diesel vergleichen. Wir müssen hingehen, und die E-Fuels sind diese synthetischen Kraftstoffe, ist der Name dafür. Die müssen Sie mit dem Strom vergleichen. Also mit dem Elektroauto. Und wenn Sie das tun, ja, es gibt ein Konzept, wie man den Strom regenerativ in Deutschland herstellen könnte. Das geht mit Power to Gas. Da erzeugen Sie durch die Windräder Strom. Dieser Strom, der überschüssige Strom, der nicht verwendet werden kann, der wird umgewandelt in Wasserstoff durch Elektrolyse oder umgewandelt in Methan und dann in Gas. Speichern gelagert und diese Gasspeicher, immer dann, wenn gerade keine Sonne scheint oder vielleicht auch kein Wind weht, dann liefern die Gasspeicher den Strom und der fließt, nicht den Strom, sondern sie liefern Methan oder Wasserstoff und der wird in Gaskraftwerken verbrannt und erzeugt dann Strom. Ja, das ist trotzdem CO2-neutral, weil sie haben ja vorher methanisiert. Aber es ist unglaublich ineffizient. Wir liegen da bei Wirkungsgraden, die katastrophal sind. 18% sowas über die gesamte Kette. Das heißt, ja, es geht, aber es wird noch viel teurer als heute. Und weil ich das gerade sage, müssen Sie das nämlich jetzt vergleichen mit der synthetischen Kraftstoffherstellung. Wenn Sie hier
sparen wollen, wenn wir tatsächlich die Gesetze der EU erfüllen wollen, Emissionen sparen, dann könnten wir das mit den E-Fuels. Die werden nämlich irgendwo im Ausland erzeugt, CO2-neutral, werden bei uns verbrannt. Das Einzige, was wir brauchen, wir müssen eine Befreiung haben von der Mineralölsteuer. Ist ja auch gar kein Mineralöl, ist ja synthetisch, kommt ja gar nicht aus der Erde. Eigentlich dürften auf die ungefähr 10% Biosprit, die Sie heute tanken, gar keine Ökosteuer erhoben werden, weil der ist ja ökologisch korrekt gewonnen worden. Macht aber trotzdem keiner. Die zahlen für jeden Liter voll, die 10% gehen einfach trotzdem durch. Aber es ist unfair und ist auch nicht so gedacht. Und das ist eben 100% regenerativ erzeugter Sprit und müsste deshalb auch in weiten Teilen von der Mineralsteuer befreit sein. Gleichzeitig brauchen wir diese Klassifizierung von diesen Autos, die diesen Sprit verbrennen, als Null-Kram-Fahrzeuge, weil sonst zahlen sie an die Strafzahlung. Das ist auch Teil dieses Gesetzes. Und das Dritte ist, wir wollen, dass diese Autos auch genauso anerkannt werden wie Elektroautos beim Gesetzgeber. Wenn Sie Ihren Dienstwagen heute finanzieren, dann haben Sie ja das Problem, dass Sie 1% versteuern. Wenn Sie ihn privat nutzen, müssen Sie 1% versteuern. Wenn Sie ein Elektroauto haben, müssen Sie nur 0,5% versteuern von dem Bruttolistenpreis. Und das heißt, es wird passieren, dass alle Leute, die einen Dienstwagen fahren, sich entweder ein Hybrid- oder ein Elektroauto kaufen, weil sie es einfach viel billiger kriegen. Ungefähr um die Hälfte billiger. Und so viel kostet es nicht mehr. Und das wollen wir ändern. Autos mit synthetischen Kraftstoffen kriegen genau die gleiche Subvention wie Elektroautos. Oder sie kriegen gar keine. Keiner kriegt irgendeine. Aber wenn, dann müssen die synthetischen Kraftstofffahrzeuge genauso behandelt werden wie die Elektroautos. Und dann hätten wir auch einen Anreiz geschaffen. Wie gesagt, Fahrverbote dürfte es für diese Autos auch nicht mehr geben. Weil, dass wir ein Problem haben mit Schadstoffen, das ist nicht vom Himmel gefallen. Die Gesetzgebung der EU hat gewollt, dass getrickst wird bei der Abgasnachbehandlung. Weil ansonsten hätte man eine andere Gesetzgebung gemacht. Die andere Gesetzgebung ist nicht neu, die wir in Europa haben. Die gibt es in den USA in vergleichbarer Form bereits seit 2004. Wir hätten also in Europa schon lange, lange, lange die gleichen scharfen Abgasnormen haben können wie in Kalifornien seit 2004. Und das haben Regierungen entschieden, ungefähr um die Jahrtausendwende, diese Euro 4-Norm. Wissen Sie noch, wer da dran war um die Jahrtausendwende? Da waren die Grünen dran an der Regierung. Die wollten gar nicht sauberen Verbrennungsmotoren. Man hätte das machen können, weil in den USA gab es diese sauberen Gesetzgebung. Und wissen Sie was? Die deutsche Autoindustrie hat damals schon Dieselfahrzeuge nach Kalifornien verkauft. Das heißt, die Technik war da, der Gesetzgeber hat es durchgezogen, nur in Europa hat man es nicht gewollt. Man hat diesen Skandal der Abgasnachbehandlung quasi provoziert. Man wollte gar nicht, dass die Autohersteller wirklich saubere Autos bauen. Und deshalb fangen Sie jetzt damit an. Und diese neuen Autos, die jetzt kommen, diese Euro 6G-Fahrzeuge, die diese Abgasnorm erfüllen, die sind so sauber, dass sie praktisch die Luft, die hinten rauskommt, in den Städten sauberer ist als die, die sie vorne ansaugen. Das können Sie sich vielleicht nicht vorstellen. Es kommt immer noch Feinstaub raus, heißt es dann. Ja, das kommt auch noch Feinstaub raus, das ist richtig. Feinstaub ist ein großes Problem, ist auch gesundheitsschädlich. Ungefähr 1,5 bis 3 Gramm pro Kilometer mit der modernen Dieseltechnik. Vermutet man aber eher so in Richtung 1,5. Vielleicht geht da noch weniger. Aber wissen Sie, so ein Fahrrad mit Felgenbremse erzeugt auch ungefähr 1,5 Gramm Feinstaub pro Kilometer. Die verbietet aber auch niemand. Das heißt, wir kommen um den Feinstaub in gewissen Größenordnungen gar nicht drum herum. Man muss nur die Relationen mal aussprechen. Jetzt können Sie sich mal überlegen, ist der Feinstaub aus dem Fahrrad gesünder als der aus dem Auto? Das hat keiner untersucht. Das weiß keiner. Und wenn Sie mal gucken in diesen U-Bahn-Stationen, da haben Sie Feinstaubkonzentrationen, die sind viel größer als beispielsweise an der Straße. Das hat man in Stuttgart untersucht und deshalb gibt es da jetzt auch keine Messung mehr. Man misst nicht mehr in den U-Bahn-Stationen. Das sind nämlich die Grenzwerte teilweise über 100 Mikrogramm gewesen. Und das, wie gesagt, waren mobile Messungen. Das ist auch völlig logisch,
weil der ganze Staub kommt da ja gar nicht raus. Und überall da, wo sie bremsen, schweres Metallgerät abbremsen müssen, entsteht Staub. Völlig klar. Und wenn der nicht verwirbelt wird, dann atmen sie den ein. Und ja, das Leben in unserer Gesellschaft hat gewisse Risiken. Aber ich komme vom Land, wirklich vom Land. Wenn Sie im Sommer bei der Ernte einen Kilometer weg vom Mähdrescher stehen, der gerade umlädt, ja, da reden wir nicht über 100 Mikrogramm Feinstaub in der Luft. Ja. Wenn Sie direkt daneben stehen, dann können Sie mal durchgucken. Also, was ich damit sagen will, ist, wir müssen einen realistischen Bezug zur Umweltbelastung kriegen. Und Fakt ist, in unseren heutigen Städten leben die Menschen länger und damit gesünder als vor 40, 50, 100 Jahren. Und das zeigt eigentlich, dass dieser ganze Hype um irgendwelche Abgasgrenzwerte und Gesundheitsmaßnahmen total überzogen ist. Das kann man nicht mehr anders sagen. Es ist nur erklärbar mit dem schlechten Gewissen, das man hineinreden will. Und deshalb sagen wir ganz klar, ja, wir müssen das Thema mit dem CO2 lösen. Das Thema mit den Abgasgrenzwerten ist weitgehend gelöst. Das ist nur noch nicht angekommen. Die neuen Autos können diese scharfen Abgasgrenzwerte alle erfüllen. Und dann müssen wir bei der E-Mobilität mal die Frage nach der Infrastruktur stellen. Es kann doch wohl nicht sein, dass wir hier zwangsweise umstellen auf Elektromobilität, aber das gar keine Lösung ist für viele Leute im ländlichen Raum. Einerseits. Ich weiß jetzt nicht, Sie haben ja ein Auto, Sie laden es wahrscheinlich daheim oder bei Ihrem Arbeitgeber, muss ich mal fragen, wo laden Sie es denn? Bei Aldi. Bei Aldi, ja, bei Aldi kann man es auch laden. Aber wenn alle bei Aldi das Auto da laden würden, dann wird es schwierig. Und das nächste ist, Sie werden für die Ladung dieses Autos sicherlich einige Stunden brauchen. Es sei denn, Sie laden es schnell. Und wenn Sie es schnell laden, dann wird Sie das Geld kosten demnächst. Da reden wir von 50 Cent bis 1 Euro pro Kilowattstunde. Und wenn Sie es langsam laden, dann brauchen Sie einen Stellplatz, wo Sie es laden können. Und dann gehen Sie doch mal zu Ihrem, nicht jeder von uns hat eine Villa mit freier Stromleitung und 3 Stellplätzen und einer 64 Ampere Absicherung. Ich auch nicht. Und alle anderen Personen werden diskutieren müssen mit Ihrem Versorger, ob Sie zu Ihrem 16 Ampere Anschluss nochmal 16 oder vielleicht 32 Ampere dazu kriegen, damit Sie Ihr Auto über Nacht laden können. Das wird in den meisten Fällen so ausgehen, dass der sagt, nee, das machen wir nicht. Und wenn Sie ein Mehrfamilienhaus haben, wird er sagen, nee, das machen wir nicht. Übrigens wollen wir auch nicht, dass Ihr Lithium, Kobalt, Dioxid, Batterie, Auto in der Tiefgarage geladen wird bei uns. Das heißt, diese Diskussion, wer wo sein Auto laden kann, die geht los in dem Moment, wo signifikant viele Leute das tun. Und dann reden wir noch davon, was dieser Ausbau des Netzes kostet. Das ist nämlich ein Verteilerstromnetz. Das ist eine völlig andere Diskussion als diese Hochspannungsleitung. Verteilerstromnetz, das ist das Trafohäuschen am Ende der Straße, fällt meistens gar nicht auf. Das müssen Sie um den Faktor 3 bis 4 vergrößern, wenn Sie wirklich ernsthaft alle umstellen wollen. Ein Land, das es nicht schafft, Glasfaserkabel flächendeckend zu verlegen, das will auf einmal richtig dicke Kupferkabel überall verlegen. Ist ja wohl ein Witz. Ja? Das wird nicht passieren. Und das weiß auch jeder, dass das nicht passieren wird, weil es nämlich unbezahlbar ist. Diese Netzkosten, die zahlt ja der Endkunde. Und weil es unbezahlbar ist, wird es nicht flächendeckend passieren. Es wird passieren punktuell. Klar gibt es Firmen und auch Supermärkte, die diese Gelegenheit nutzen, um Kunden anzuziehen, um Attention zu kriegen. Und die werden diese kostenlosen Ladestationen bringen. Aber das ist ein Lockangebot. Wenn sie es flächendeckend machen, wird das ein Problem. Und das kann man teilweise ja in den USA sehen, wenn man sich das anguckt. Ja, es gibt für bestimmte städtische Regionen eine Lösung, für einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Alle 50 Millionen Autos, die heute mit Verbrennungsmotor da rumfahren, inklusive Transportern, zu E-Autos zu machen, dafür gibt es kein Konzept. Es gibt noch nicht mal einen Plan dafür. Das können Sie vergessen. Und deshalb ist das hier auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Nicht jeder von uns kann sich ein neues Auto leisten und nicht jeder von uns hat das Geld, die Kosten für diese Ladeinfrastruktur für sich selber zu übernehmen. Ich will nochmal dazu sagen,
persönlich bin ich der Meinung, dass Elektroautos für die allermeisten Menschen die bessere Lösung sind. Man macht sich keinen schmutzigen Finger. Und wenn sie hinreichend günstig sind, sind sie auch toll zu fahren und für jeden gut anzuwenden. Ich persönlich fahre sehr gerne Elektroauto. Problem, wir sind heute unbezahlbar für die allermeisten von uns. Und das ist etwas, gerade mit dem Thema Fahrverbote, können Sie Leute aus Regionen ausschließen, die sich das nicht leisten können. Die bringen Sie quasi in den öffentlichen Personennahverkehr. Also, die E-Fuels machen die Luft nicht schlechter. Die Abgasreinigung sorgt dafür, dass die Abgasgrenzwerte im Prinzip, die heutigen scharfen Abgasgrenzwerte werden dafür sorgen, dass die EU-Grenzwerte für die Städteverkehr einen minimalen Anteil nur noch haben wird und die Grenzwerte unterschritten werden. Das ist gesichert. Die Luft aus dem Auspuff ist gleich gut oder besser als die angesaugte Luft und damit gibt es eigentlich keine Begrenzung mehr für Fahrzeuge, für moderne Fahrzeuge. Rückwirkend ist das natürlich ein Problem, aber das haben wir ja sowieso. Unsere Ziele, wie wollen wir das erreichen? Wir wollen die Automobilindustrie als Schlüsselindustrie erhalten. Wir wollen die Verteuerung, die heute ausgeht von diesen 95 Gramm CO2, ist ja schon beschlossen, mit 95 Euro wird das bestraft, die wollen wir abheben. Wir schlagen einen anderen Grenzwert vor, wir sagen ab 130 Gramm sollte das greifen. Das sind so um die 5 Liter. Das ist, sag ich jetzt mal, ein realistisch erreichbares Ziel. Die NOx-Grenzwerte in Europa, die in den Städten gelten, basieren auf vielen Gesundheitsstudien, die aus den USA kommen. In den USA gelten aber 100. Das heißt, wenn wir uns amerikanische Studien angucken, kommen wir zu einem völlig anderen Ergebnis als die Leute, die sich die selber angeguckt haben. Ist auch interessant. Das heißt, wir sagen, es gibt gar keinen wissenschaftlichen Grund, warum man nicht auf die 100 Mikrogramm pro Kubikmeter gehen soll, und das ist das Thema Fahrverbote eigentlich überall vom Tisch. Es gibt keine deutsche Stadt, die so 100 Mikrogramm überschreitet. Auch bei der heutigen Aufstellung der Messstationen, die ja wirklich teilweise nicht nach EU-Vorgaben ausgeführt ist. Wir wollen einheitliche Grenzwertregeln für die EU und USA, habt ihr gerade gesagt. Wir wollen die Wertschöpfung im Automobilbau erhalten und bei der Energieversorgung ausbauen. Das heißt, wir verschließen uns nicht an der Technologie. Wir sagen nur, ein Umstieg, ein politisch motivierter Umstieg auf Elektromobilität, den gilt es in diesem Land rational zu diskutieren. Und ich bin mir sicher, dass eine demokratische Mehrheit dafür stimmen wird, wenn sie die Folgen kennt, dass man es nicht will. Weil ich ja gerade gesagt habe, es hat gravierende Auswirkungen für unsere Arbeitsplätze, für die Industrie und damit schlussendlich auch für unseren Sozialstaat. Wir sehen bei der Einführung von E-Fuels auf jeden Fall mehr Vor- als Nachteile für Deutschland. Ich habe es ja gerade gesagt, erhalten die Wertschöpfung hier. Und volatile Energiequellen halten wir in Deutschland, volatil Wind und Sonne, halten wir in Deutschland nicht für zukunftsfähig. Das heißt nicht, dass es keine Photovoltaik geben soll. Da, wo sie sich rechnet, gerne. Aber wenn sie keine Subventionen kriegen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, in Deutschland wird sich das Ding nicht rechnen. Die Anschaffungskosten werden den Strom auf jeden Fall nicht rausholen. Komma, wenn der Strompreis in Deutschland wieder auf einem konkurrenzfähigen Niveau ist. Sie können natürlich so argumentieren, der Strompreis in Deutschland geht hoch durch das EEG auf 50 Cent und dann lohnt sich die Selbstversorgung. Klar, kann man machen, ist aber Schwachsinn. Der Strompreis in allen Ländern der EU und auch in allen Ländern der OECD ist niedriger. Wenn wir 50 Cent pro Kilowattstunde kalkulieren, in Deutschland haben wir ein anderes Problem. Dann sparen sie zwar mit ihrer Photovoltaikanlage, aber alle Leute um sie herum sind arbeitslos. Das heißt also, wir müssen nicht in einem fiktiven Strompreisszenario rechnen, sondern wir müssen den Strompreis in Deutschland runterbringen auf ein Normalmaß. Und das liegt unserer Ansicht nach deutlich unter diesen 25 Cent pro Kilowattstunde. Strom muss wieder bezahlbar werden. Und Strom kann nicht, so wie in Deutschland, künstlich verteuert werden. Und deshalb sind die volatilen Energiequellen für Deutschland nicht wirtschaftlich. Abgesehen davon ist es auch eine Belastung, wenn sie ein Land zuspargeln.
Sie können Deutschland mit Windenergie versorgen. Wir haben das mal ausgerechnet. Ich habe das mal ausgerechnet. Es gibt auch verschiedene andere Studien, die auf ähnliche Ergebnisse kommen. Brauchen Sie 300.000 Windräder. Denn funktioniert es. Wir haben 360.000 Kilometer. Ich rede jetzt nicht von den kleinen Windrädern, ich rede von den 150 bis 200 Meter hohen. Also wenn Sie auf jedem Kilometer dieses Landes ein großes Windrad stellen, dann haben Sie genug Überschussenergie, um das mit Power to Gas, ich habe es eben gesagt, mit Wasserstoffverstromung und auch mit Methan, das Land komplett autark mit Windkraft zu betreiben. Ungefähr. Geht. Kostet unendlich viel und überall steht eines dieser Windräder. Das ist der Preis dafür. Und den müssen wir mal diskutieren. Und alles andere ist Augenwischerei. Und deshalb, wie gesagt, kommen wir zum Ziel, da greift es ineinander. Die volatilen Energiequellen sind nicht unsere Lösung. Und wie gesagt, wir wollen auf das Thema E-Fuels gehen. Das ist unsere Politik der Bundestagsfraktion. Wir führen diese Diskussion auch völlig unabhängig davon, ob CO2 tatsächlich zur Klimaerwärmung beiträgt oder nicht. Das ist eine andere Diskussion. Hier geht es ganz nüchtern um die Praktikabilität der Mobilität und die ganzen Sachen, die momentan bei uns diskutiert werden, in Richtung Kleinstelektromobilität, das ist dieser Roller, oder Ausbau öffentlicher Personennahverkehr. Wir sind ja nur hier ein bisschen im ländlichen Raum, ein bisschen außerhalb der Stadt. Ich habe das in Stuttgart auch mitgekriegt. Jeder redet davon, dass man öffentlichen Personennahverkehr ausbauen will. Super Idee. Und 365-Euro-Ticket, auch eine super Idee. 1 Euro am Tag bedeutet das. Wenn Sie heute in Stuttgart als Einzelperson oder als Familie runterfahren in die Stadt mit 3 Personen, sind Sie mit 15 Euro dabei. Das ist so. 3, 4 Stationen, 15 Euro rauf, runter. Aber die Stuttgarter Verkehrsbetriebe sind defizitär. Wenn ich jetzt also nur noch 1 Euro zahle, wer zahlt dann die anderen 14? Ja, die werden subventioniert. Was heißt Subvention? Subvention heißt, es wird von den Leuten genommen, die es nicht nutzen und sie stecken es rein. Und ich gehe noch weiter. Es wird gar nicht reichen. Wir haben heute einen 20-Minuten-Takt auf vielen Bahnlinien oder auf vielen Buslinien. Sie fahren heute mit dem Auto los. Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, haben Sie mindestens, müssen Sie wieder mindestens der Hälfte dieser Taktzeit draufrechnen. Und dann brauchen die öffentlichen Verkehrsmittel noch länger. Für viele wird Leben gar nicht mehr funktionieren, wenn sie nur noch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Jeder, der mal, für junge Menschen mag das funktionieren, wenn man aber Familie hat, ein Kind von Station 1 zu Station 2 bringen muss, vielleicht 2 unterschiedliche Schulen für die Kinder hat oder unterschiedliche Hobbys, dann wird das schon schwierig. Und es ist nicht praktikabel. Wenn Sie das mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, wir haben das auch mal ausgerechnet, der Ausschussvorsitzende vom Verkehrsausschuss, der Herr Özdemir, und ja, sagt er in Bad Urach, tatsächlich erlebe ich ihn mehr in Berlin, wenn er dann von Stuttgart Flughafen nach Bad Urach mit der S-Bahn fährt, haben wir ja auch mal analysiert, dass es gar keine S-Bahn-Verbindung gibt, dann braucht er da ungefähr 1,5 Stunden für. Je nach Verbindung. Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wenn Sie mit dem Auto fahren, brauchen Sie je nach Tageszeit zwischen 1/2 Stunde und 45 Minuten. Das heißt, es fehlt jedem Menschen, der öffentliche Verkehrsmittel nutzt, dem fehlen 2 Stunden Lebenszeit. Das sind 2 Stunden Freizeit. Und jeder von uns weiß, wie knapp so ein Tag ist, gerade für eine junge Familie. Und Sie nehmen diesen Leuten diese 2 Stunden Zeit. Und dieses Märchen, dass Sie den ÖPNV so ausbauen können, dass der funktioniert, dass der schneller funktioniert, dass er besser getaktet ist und so weiter. Das kann ich Ihnen nehmen, weil es niemand bezahlen kann und wird. Ich habe es Ihnen gerade gesagt, wie die Preise sind. Und wenn Sie den billiger machen wollen oder die Taktzeit erhöhen, dann heißt das Subvention. Diese ganze Idee, dass man die Mobilität vom Auto, Verkehrswende heißt das Ding, dass man die Mobilität vom Auto weg zum ÖPNV zieht, dass man uns alles einreden will, das ist ein Märchen. Die Kapazität der Bahn will man verdoppeln. Ja, wissen Sie eigentlich, wie viele Personenkilometer mit der Bahn abgewickelt werden im Jahr? Ja, das sind keine 10% vom Verkehr auf dem Auto. Das ist alles Bullshit. Wenn ich die Bahn verdopple, dann kostet mich das ein Vermögen. Ist ja heute unterfinanziert, ja. Das heißt auch subventioniert. Wenn ich die richtig pünktlich haben will und auch sauber haben will, dann kostet mich das ungefähr das Doppelte.
Ja, so 20 Milliarden im Jahr. Und die müssen auch wieder irgendwo herkommen. Und Fakt ist, es gibt gar keine Lösung, wie man den ÖPNV ausbauen will, sodass er eine Konkurrenz zum Auto darstellt. Sie müssen die Bahn nicht verdoppeln, Sie müssen die Bahn verachtfachen. Wenn Sie achtmal so viel Züge fahren lassen wollen, brauchen Sie achtmal so viel Loks, achtmal so viel Lokführer und achtmal so viel Gleise. Und wo werden die gebaut? Wer stimmt der Güterzuglinie hinter dem Haus zu, wo alle zwei Minuten der Güterzug fährt? Wer von Ihnen will das? Sicherlich niemand. Und weil das so ist, wie ich es gerade gesagt habe, ist diese Verlagerung auf öffentliche Verkehrsmittel ein Märchen. Aber es ist eine Umschreibung. Die Umschreibung heißt nämlich, man will weniger Mobilität. Sie sollen sich alle weniger bewegen. Sie sollen nicht ein anderes Auto fahren. Sie sollen gar kein Auto mehr fahren. Sie sollen auch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Die Idee ist, sie fahren einfach weniger. Weil sie keine Zeit mehr haben und weil sie kein Geld mehr haben. Und da ist er wieder, der sozialistische Gedanke, von dem im Einklang mit der Natur leben. Ja, das können wir. Wir werden aber nicht alle im Einklang mit der Natur leben. Einige werden sich das nicht leisten können. Und deshalb ist die AfD ganz klar dafür, wir brauchen eine realistische Verkehrspolitik, eine realistische Wirtschaftspolitik und, ich sage das ganz unumwunden, wir sind die einzige Partei, die ohne Wenn und Aber zum Automobil steht. Und wir lassen uns das nicht kaputt machen. Dieser ganze Kampf gegen das Auto ist ein Kampf gegen unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Vielen Dank. Jetzt würde ich dich bitten, dass du vielleicht hier so ein bisschen moderierst. Ja, will ich gerne machen. Ja. Und ich fange gleich mal an mit einer Frage. Wir haben ja diese CO2-EU-Regelung, wo dann jetzt Strafzahlungen fällig werden. Gilt die jetzt auch für E-Fuels oder nicht? Ja, das ist sehr clever gemacht. Diese Regelung bezieht sich auf Autos mit Verbrennungsmotor. Und ein, wie ich gerade gesagt habe, E-Fuel-Auto ist ein Auto mit Verbrennungsmotor. Natürlich müsste der Autohersteller sicherstellen, dass dieses Auto nur noch mit E-Fuels fahren kann. Aber das ist eine relativ einfache Denksportaufgabe, da will ich jetzt gar nicht weiter rein. Das könnte man sofort machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das Auto kann, da gibt es von der mechanischen bis zur einfachen elektronischen Lösung, 1000 Möglichkeiten, dass das Auto nur noch E-Fuels tanken kann. Man will es nicht. Der größte Gegner der E-Fuels sind die Grünen. Herr Spanien, ich glaube, dass man Ihre Aussage bezüglich dieser 3,5 Liter Grenzwertes, dieser EU-Richtlinie, ein bisschen relativieren muss, weil ich glaube, dass es so ist, dass dieser Richtwert für den Durchschnitt einer gesamten Fahrzeugflotte eines Herstellers gilt. Ja. Und sprich, wenn man dann ein Elektrofahrzeug hat, und ein Verbrennungsmotor, dann darf man eigentlich 7 Liter bei dem Verbrennungsmotor verbrauchen, ist der Durchschnitt ja dann 3,5. Ist das so richtig verstanden? Ja. Vollkommen richtig. Herr Dr. Spanier, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, aktuell gibt es eine neue Studie vom Fraunhofer Institut, die nachgewiesen hat, dass ein Elektromobil den aktuellen Euro 6d Temp Diesel erst ab 160.000 Kilometer Reichweite schlägt. Was mich relativ wundert ist, ich habe das selber mal ein bisschen versucht zu recherchieren, die Akkus, die in den Fahrzeugen eingesetzt werden, gehen wir davon aus, bei 80% Kapazität werden die ausgetauscht. Bisher, glaube ich, soweit ich weiß, Tesla behauptet, sie schaffen es, aber kein anderer Hersteller kommt auch nur halbwegs mit dem ersten Akku an die 160.000 Kilometer ran. Somit ist die Studie schon wieder obsolet und eigentlich der Euro 6d Temp dem E-Mobil überlegen. Ich würde gerne darauf antworten. Ja, erstmal völlig richtig, was Sie gesagt haben. Das ist ja auch das Konzept der Autohersteller, dass man durch Hybridisierung oder Elektrifizierung den Flottenverbrauch reduziert.
Ich habe das jetzt aber einfach mal auf eine einzelne Baureihe bezogen. Und damit, durch diese subventionierte Mischmodellmix mit Elektroautos, bedrücken Sie sich ja selber. Ich habe das ja gerade versucht zu sagen, das Elektroauto bieten Sie ja praktisch dann, wenn Sie es nüchtern anbieten, kauft keiner ein Elektroauto. Wenn Sie es quersubventionieren, bescheißt der Autohersteller sich selber. Genau genommen muss der Autohersteller hingehen und sagen, ich muss meinen einzelnen Verbrenner um das teurer machen, was die Strafzahlung bedeutet. Sonst subventioniert er ja sein Elektroauto, das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, er ist ja quasi gezwungen, sein verbrennungsmotorisches Produkt, ich bleibe jetzt mal dabei, stellen Sie sich mal vor, mich gerade der Herr Fink an, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Cayenne, ich glaube, den gibt es nur noch mit Benzinmotor, ne? Ja, haben so einen Cayenne, so 10 Liter und irgendwann einen Elektro-Cayenne. Ja. Und wenn Sie die beiden vergleichen, dann, wenn der 10 Liter verbraucht und wir hier von 2,5 Liter reden, da sind wir 7,5 Liter da drüber. Ja. 10 Liter ist, glaube ich, eher noch positiv im Realverbrauch. Also wenn Sie bei 7,5 Liter da drüber sind, sind wir bei 15.000, 16.000 Euro, der Cayenne mit Verbrennungsmotor teurer sein müsste. Was soll Porsche jetzt machen? Sollen die hingehen und sagen, ha nee, wir verkaufen ja auch einen Elektro-Cayenne. In der Summe 7.500 Euro für den Verbrennungsmotor, den legen wir dem Elektroauto auch noch ins Handschuhfach. Wenn das so ist, dann kosten ja beide mehr. Das werden die nicht machen, weil das Elektroauto kostet ja heute schon 20.000 mehr als der Verbrenner. Größenordnung. Das heißt, die wollen das Elektroauto ja verkaufen. Die werden das ja nicht noch teurer machen und in Verbrennungsmotorsubventionen draufschlagen. Ganz praktisch betrachtet, die Subvention, das Elektroauto, die Preisaufschläge für den Verbrennungsmotor, die wird der Autohersteller eiskalt, betriebswirtschaftlich muss er das machen, den Verbrennungsmotor draufschlagen. Und wenn er es nicht macht, dann verkauft er weniger Elektroautos und dann wird das Modell ja noch schlechter. Dann verkauft er ja kein Elektroauto mehr, der will ja gerade möglichst viel verkaufen. Das heißt, das wird so nicht funktionieren. Sie haben zwar theoretisch recht, aber betriebswirtschaftlich kann das Autohersteller das eigentlich nicht so machen. Zu Ihrer anderen Frage. Die CO2-Emissionen, die einem Auto in der Herstellung und Lebensdauer angekreidet werden, das ist so eine Diskussion, die ist dehnbar. Weil es hängt nämlich alles davon ab, wie Sie Ihre Batterie hergestellt haben, mit wie viel CO2. Ich weigere mich da auch ein bisschen. Tesla hat eine Gigafactory und sagt, der Strom, den wir dafür verwenden, funktioniert in Nevada übrigens gut. Strom, den ich dafür verwende, ist CO2-neutral. Das heißt, eigentlich ist die CO2-Emission auf die Batterie CO2-neutral. Weil die Batterie ja mit Strom von der Sonne hergestellt wird. In Nevada. Nevada ist es, glaube ich. Ja? Und deshalb ist diese Diskussion nicht ganz fair. Man ist hingegangen und hat gesagt, der Energiemix und die Energie, die ich brauche, um die Batterie herzustellen, diesem rechne ich irgendeinen Energiemix drauf. Entweder den Energiemix von China, ich glaube, die sind sogar noch schlechter als wir, die haben mehr als 514 Gramm CO2 für die Kilowattstunde, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber ich meine, es ist deutlich mehr. Das können Sie so machen, aber es ist unfair, diese Vergleiche, wie viel CO2 auf einer Batterie drauf sind, weil es hängt ganz klar davon ab, wo der Hersteller seine Batterie herstellen lässt. Aber was ich Ihnen sagen kann ist, so ein Smart mit Schnellladefunktion oder ohne Wallbox, können Sie nachgucken. Die meisten Leute werden den, also Wallbox ist diese 3000 Euro Ladeeinrichtung oder 2000 Euro Ladeeinrichtung, 1000 Euro gibt der Elektriker, wenn er sie installiert, die Sie an die Wand machen müssen. Damit ist er sparsam, da liegen wir so bei 15, 16 Kilowattstunden. Vielleicht auch ein bisschen weniger, 14. Aber wenn er aus der Stromsteckdose, aus der normalen Haushaltssteckdose geladen wird, können Sie nachgucken, dann liegt er bei 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. 20 Kilowattstunden, können Sie umrechnen? 6 Euro. Ja, das ist schnell, genau, da sehen Sie schon, 6 Euro. Da kostet der Strom schon 6 Euro. Ja? Das ist ja fast so viel wie der Sprit. Das heißt, das CO2, was damit erzeugt wird, ja, das sind noch über 100 Gramm. Oder um die 100 Gramm CO2. 100 Gramm CO2, da sind Sie schon beim Verbrauch von einem Benziner-Smart. Größenordnung. Nicht ganz, aber Größenordnung. Das heißt, es ist nachweisbar, dass das überhaupt nichts bringt,
Und das ist auch die Diskussion, die wir führen müssen. Weil wo die Batterie hergestellt wird, da möchte ich schon so fair sein. Das kann sein, dass wir die Batterie CO2-neutral herstellen. Es kann auch sein, dass ein Autohersteller das CO2-neutral macht. Aber wenn er das CO2-neutral macht, dann muss er in Europa Zertifikate kaufen. Und wenn er das woanders macht und Kernenergie, Wasser kauft oder Solarenergie oder Windenergie verwenden kann an anderen Teilen der Welt ohne Zertifikate, dann wird das dazu führen, dass er seine Fabrik dahin stellt, wo er den Strom umsonst kriegt. Ohne Zertifikat. Das ist genau das Problem, was wir jetzt führen. Wenn sich ein Autohersteller hinstellt und sagt, ich produziere CO2-neutral. Das ist eine Umschreibung für, entweder ich produziere teuer hier, oder ich produziere woanders, wo ich meinen Strom günstig kriege. Das hat nur noch keiner öffentlich diskutiert. Wir betreiben hier eine Industrievernichtungspolitik. Eine Industrievernichtungspolitik, das muss man ganz genau so sagen. Und Industrievernichtung klingt erstmal gar nicht so schlecht. Rauchende Schlote verschwinden. Ja? Nein, Industrie ist unser Wohlstand. Niemand hier in diesem Raum kann es sich leisten, in einem Agrarstaat zu leben. Das muss man ganz nüchtern mal sagen. Keine Gesundheitsversorgung, kein Strom, keine bezahlbare Sozialleistung. Vergessen Sie es. Es gibt keine Lösung für Deutschland als Agrarstaat im Einklang mit der Natur. Völliger Bullshit. Wir haben weder die Fläche noch die klimatischen Bedingungen dafür. Es ist ein Märchen. Wir sind ein Industriestaat. Wir müssen in einem modernen Industriestaat leben. Und die Politik der AfD ist es ganz klar, dass unser Wasser das sauberste der Welt ist. Dass unsere Luft die sauberste der Welt ist. Aber mit realistisch realisierbaren Möglichkeiten und zu bezahlbaren Kosten. Einfache Lösung wäre zum Beispiel, raus mit den Antibiotika aus dem Trinkwasser. Vierte Klärstufe kostet viel weniger als diese ganze Scheißdiskussion über irgendwelche Grenzwerte bei der Luft. Wenn Sie die Luft sauber haben, relativ sauber haben, technisch sauber haben, sie dann noch sauberer zu machen, damit Sie irgendwelche aberwitzigen Grenzwerte erfüllen, bringt niemandem was. Aber die vierte Klärstufe, die kostet unser Land viel weniger als diese Schwachsinnsdiskussion um Fahrverbote. Die haben uns viel mehr gekostet, jetzt schon. Also wie gesagt, weg von dieser aberwitzigen CO2-Diskussion, die führt uns nicht weiter. Wir haben das Problem, dass wir in Europa den Strom und auch die Energie zu bezahlbaren Kosten nicht CO2-neutral hinkriegen werden, ohne Kernenergie. Kernenergie, mein persönliches Steckenpferd, kann ich nachher noch was zu sagen, das ist der größte politische Fehler gewesen, dass Deutschland aus der Kernenergie ausgestiegen ist. Und das war genauso wie jetzt die Diskussion, genauso wie jetzt. Niemand hat diskutiert. Wie können wir die sichersten Kernkraftwerke der Welt noch sicherer machen? Das wäre die Diskussion gewesen, die unserer Gesellschaft zu Gesicht gestanden hätte. Wie können wir den unsäglichen Atommüll reduzieren? Wie können wir es schaffen, dass wir keinen Atommüll hinterlassen? Wie können wir noch sichere Kraftwerke bauen? Das wären die technischen Fragen gewesen. Ja, da gibt es Antworten. Es gibt heute Kernkraftwerke, die praktisch keinen Atommüll mehr produzieren. Und es gibt auch sichere Kraftwerke, die noch sicherer sind als das, was wir in Deutschland haben. Die sind nur nicht bei uns. Und mit diesen Kraftwerken erzeugt man Strom zu Preisen, die in der Größenordnung von 2-3 Cent liegen. Völlig andere Dimensionen als in Deutschland. Aber die hat man nicht geführt. Man hat eine psychologische Diskussion geführt. Kernkraft ist scheiße. Kernkraft ist gefährlich. Und genau das passiert jetzt wieder gegen das Auto. Nicht zu vergessen, viele Automobilhersteller, zum Beispiel Nissan, die verkaufen Ihnen oder verließen Ihnen vielleicht Ihr Fahrzeug, allerdings nicht den Akku. Das heißt, Sie bringen Ihr gekauftes Fahrzeug zum Serviceintervall und dann sagt der Hersteller, der vermietete Akku, der ist durch, wir vermieten Ihnen jetzt mit einer Zusatzpauschale von nochmal 5.000 einen neuen Akku-Wechselpauschale. Das haben die meisten Verbraucher nicht auf dem Radar, dass man die dort vor und hinten verarscht. Gut, das ist ein Geschäftsmodell, um den Preis des Autos zu reduzieren. Da muss man sagen, dass natürlich viele, gerade Kleinwagenhersteller, warum ist Tesla kein Kleinwagenhersteller? Ja? Warum verkauft der Tesla seine 100 Kilowattstunden Batterie nicht im Smart? Das kann ich Ihnen sagen. Er muss ja auch noch was verdienen. Es gibt Schätzungen, wenn Sie das selber ausrechnen, diese Batterie kostet ungefähr 20.000 bis 30.000 Euro. Herstellkosten.
blöd ist, dass so ein Kleinwagen auch mit Gewinn ungefähr die Hälfte kostet. Das heißt, niemand wird eine große Batterie in ein kleines Auto bauen. Und damit haben wir eine andere Diskussion. Sie können auch heute mit einem Kleinwagen 1000 Kilometer fahren. Zukünftig können Sie das nicht. Und damit das überhaupt funktioniert bei diesen Kleinwagen, Nissan, Renault, die machen das ja, bauen ja in Kleinwagen auch als Elektroautos, müssen sie irgendwie rumtricksen mit der Batterie. Entweder sie haben wie beim Smart eine ultra kleine Batterie oder sie haben eine mittelgroße Batterie und dann müssen sie irgendwie rumtricksen mit der Haltbarkeit und mit Leasingmodellen und solche Sachen. Das ist halt genau das Resultat. Die endgültigen Kosten sieht keiner nicht. So, hallo Dirk, wir sind jetzt schon lange dabei und kennen das ganze Theater, AfD-Bashing und so weiter. Was mich aufregt, sind ja praktisch, ich sag mal, die Leute, die Deutschen, die Greta an, Bundespräsident und so weiter, ist nicht mehr auszuhalten. Aber was mich von dir, was ich von dir wissen wollte, vielleicht kannst du mir mal weiterhelfen, sind mir die hauptsächlich deutschen Autobauer, die großen, BMW, Daimler und so weiter, was halt zu devot, dass die das ganze Theater von Anfang an so mitmachen. Also wenn ich an frühere Zeiten denke, französische Zeiten und so weiter, da hat doch so ein Daimler ein Gewicht gehabt oder ein BMW, die haben doch diesen ganzen Schrott nicht mitmacht. Das wundert mich tagtäglich. Ja. Ja, wir haben folgendes Problem, das ist gut, dass du es ansprichst. Wir haben folgendes Problem. Ein deutsches großes Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft. In dieser Aktiengesellschaft kriegt der Vorstandsvorsitzende seinen Arbeitsvertrag von der Hälfte der Arbeitnehmervertretung. Was ist nochmal die Arbeitnehmervertretung in Deutschland meistens? Das ist IG Metall. Die IG Metall vertritt genau diese Politik, die hier auch kommuniziert wird. Kampf gegen das Auto, Abschaffung des Individualverkehrs und. Die ist da voll dabei. Es gibt sogar ein Strategiepapier der IG Metall, das sagt, das führt zu mehr Gerechtigkeit innerhalb Europas. Ist klar, Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt an. Es gibt von der Hans-Böckler-Stiftung, steht da so drin, der Wegfall der Arbeitsplätze in der Autoindustrie muss durch Sozialprojekte aufgefangen werden. Jetzt hat also dieser Unternehmenschef das Problem, dass ungefähr die Hälfte der Leute, die über seinen Arbeitsvertrag entscheiden, schon mal nicht auf seiner Seite ist, wenn er sagt, das ist alles Bullshit. Jetzt hat er noch ein weiteres Problem. Die Medien. Stellen Sie sich mal vor, was für ein Shitstorm kommen würde, wenn sich so ein Unternehmenschef hinstellt und sagt, pass mal auf, du kleines Mädels, kannst du mal demonstrieren. Ja, aber du hast ja gar keine Ahnung. Ja, arrogant. Ja, dann ist er meistens auch noch ein weiser alter Mann. Ja. Da geht diese Diskussion los. Sie können nicht gewinnen in einem Klima, in einer Gesellschaft, die moralisch überhöht denkt, können Sie knallharte Fakten praktisch nicht mehr diskutieren. Und das ist unser Problem. Das ist auch das Problem der AfD und ist auch das Problem vieler Spitzenpolitiker in der AfD. Wer spricht denn heute noch in der Diskussion, auch wenn es unangenehm wird mit den Medien, knallharte Fakten aus? Muss ich jetzt mal weiter sagen, das erlebe ich auch immer wieder. In Talkshows, in Interviews sehen Sie unsere Spitzenleute rumeiern. Sie sehen unsere Spitzenleute rumeiern, weil sie Angst haben, an den Pranger gestellt zu werden oder auch in einer Talkshow festgenagelt zu werden. Und das ist genau das Problem. Wir sind die Einzigen, die diese Dinge noch standhaft ansprechen. Und wir müssen Leute haben, die das Rückgrat haben, auch wenn sie medial niederdiskutiert werden, wenn sie 10-1 dastehen. Trotzdem zu dem, an was sie glauben, was in unserem Parteiprogramm steht, das zu verteidigen. Wir brauchen niemanden, der das relativiert. Wir dürfen nicht zulassen, dass auch wir die Sachen nicht mehr ansprechen. Und das ist genau das Problem. Wir haben ein mediales Klima, wir haben ein gesellschaftliches Klima, in dem man die Dinge nicht mehr ansprechen kann. Und wenn wir hier Rückzugsgefechte führen, ja, will jetzt niemanden angreifen, ja, aber es ist leider so, Sie erleben das ja immer wieder. Es ist auch irgendwie kein Einzelfänomen. Sie wollen networken als AfD-Politiker, wollen akzeptiert werden, auch von den Medien. Und was machen Sie? Sie müssen quasi eigene Positionen räumen.
die relativieren. Und deshalb bin ich auch der Meinung, wir müssen heute eine knallharte Oppositionslinie fahren. Wir dürfen uns nicht verzetteln in esoterische Diskussionen. Ja? Wir sollten hier keine politische Diskussion darüber führen, wie viel Anteil tatsächlich das CO2 an der Klimaerwärmung hat. Ja? Das kann ich nicht bewerten. Ja? Wir wissen, es ist wenig, ja? Aber das können Sie praktisch niemandem erklären. Ja? Aber wir müssen ganz klar sagen, etwas, was niemand weiß, als Grundlage zu nehmen, um unsere ganze Gesellschaft völlig umzukrempeln, ja, ist doch Wahnsinn. Das mache ich in keinem anderen Lebensbereich. Nirgendwo. Wenn ich es nicht weiß, dann gehe ich damit so um, mit homöopathischen Dosen. Wenn überhaupt. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Es spricht niemand mehr knallhart die Position an und es steht niemand mehr dazu. Jeder will nice guy sein, ja, auch natürlich in der Industrie. Was meinen Sie, was passiert, wenn Sie heute als Unternehmenschef hinstehen und sagen, es ist alles Bullshit? Das können Sie machen, wenn das Unternehmen Ihnen gehört. Wenn Sie Kredite haben, dann kommt die Bank und sagt, oder die Ratingagentur kommt hin und sagt, sag mal, es war nicht gut, was Sie da gestern gemacht haben. Also es wird schwierig mit der Kreditverlängerung. Ja, also unsere Anteilseigner sehen es nicht so positiv wie Sie. Und das heißt, ein Unternehmenschef kann heute nicht mehr so auftreten, wie das noch in Zeiten war, wo ein Unternehmen in Familienhand war oder wo ein Unternehmen unabhängig war. Wir haben eine große Verflechtung. Wir haben teilweise auch Aktienfonds, die große Anteile an Unternehmen halten und die haben sich ethische Kriterien draufgeschrieben. Warum haben sie das gemacht? Weil sie irgendwelche staatlichen Vergünstigungen kriegen oder weil der Staat gesagt hat, du musst. Zum Beispiel der norwegische Staatsfonds arbeitet nur noch mit ethisch korrekten Unternehmen zusammen. Das ist eine weite Definition, schwierig. Ja. Wenn der jetzt zum Beispiel 20% Anteil an einem Autohersteller hat und der Autohersteller sagt, alles Bullshit, die Greta, ja, dumme Göre, keine Ahnung. Würde er so nicht sagen, ja, aber er könnte sagen, ist alles sehr fraglich. Dann sagt dieser Anteilseigner, das ist nicht gut. Das ist nicht die Interessen unseres Fonds vertreten, das sind nicht die Interessen unserer Aktionäre vertreten, wir möchten ganz gerne eine andere Unternehmenspolitik. Und das ist das Problem, wir kommen da nicht raus. Wir beißen die Katze in den Schwanz. Wir müssen das schaffen. Wir müssen es schaffen, eine gesellschaftliche Diskussion herbeizuführen, in der man die Dinge wieder aussprechen kann. Und das fängt mit Vorbildfunktion an. Das fängt bei Ihnen an. Wenn 7, 8 Freunde auf Sie eindiskutieren und Sie niederdiskutieren am Stammtisch, ich kenne diese Diskussion, ja. Ich weiß, wovon ich rede, wie hart das ist. Manchmal geht man dann auch allein nach Hause. Das Problem ist, wir müssen diese Diskussion führen. Wenn wir da einbrechen, haben wir keine Chance, das Klima zu ändern. Und je mehr von uns standhaft sind und die richtigen Argumente haben, und das sehe ich auch meine Aufgabe drin, wir müssen ihnen die Argumentationsketten an die Hand liefern. Wir müssen ihnen sagen, was sie sagen müssen, wie sie das kontern. Man will es aber nicht einen Leitfaden geben, ja, sondern Sie müssen sich einfach auf die Argumentationslinien einschießen. Da gibt es ja Videoclips, da können Sie das rauslesen, gibt es bestimmte Positionierungen. Und das ist eigentlich der Weg. Sie müssen es schaffen, dass Sie selber wissen, wie Sie aus einer Diskussion rauskommen. Und das Allerwichtigste ist, keine Rückzugsgefechte. Wir haben uns jahrzehntelang zurückgezogen. Es gibt nichts mehr, wo wir noch hin können. Wenn wir uns jetzt von dieser Diskussion zurückziehen und so tun, als ginge uns das alles nichts an, dann werden wir diese gesellschaftliche Debatte verlieren. Wir haben sie praktisch schon verloren. Wenn wir jetzt nicht nach vorne gehen, werden wir das nicht zurückgehen. Die Autoindustrie, Stand heute, wird sich aus diesem Land zurückziehen. Wer etwas anderes glaubt, der träumt. Bitte. Ich würde gerne noch ein Argument dazu liefern. Ja, super. Die Alltagserfahrung der Leute ist, dass wenn der Staat ihnen eine Subvention verspricht, dass sie die auch kriegen. Ja, Verschrottungsprämie zum Beispiel. Die Alltagserfahrung der Leute ist, dass wenn sie eine Steckdose haben wollen, dass sie die auch kriegen. Ja, aber die Alltagserfahrung ist natürlich, wie du sagtest, das elektrische Netz wird nicht so schnell ausgebaut werden. Das heißt, ich würde den Leuten sagen, ihr wollt ein Elektroauto, okay, ihr kauft euch das.
Ja? Aber wenn der Strom knapp wird und er wird knapp werden, dann seid ihr die Ersten, deren Last abgeworfen wird. Ja? So, und dann hat sich das mit der Elektromobilität. Und dieser Überschwinger, der wird das natürlich erst rechtfertig machen. Aber das ist die Perspektive, die die Leute verstehen. Ja, du führst eine Diskussion. Stell dir mal vor, es passiert so. Wir kriegen 30-40% Elektromobilität. Die Autohersteller schaffen ihre Produktionslinie für Verbrennungsmotoren ab. Und dann stellen wir alle fest, das war nichts. Dann sind die Autounternehmen fertig. Die Zulieferer auch. Es geht um die Vorhersage. Ja, ich habe das schon verstanden. Die Leute müssen verstehen, was auf sie zukommt. Das ist unser Aufklärungsproblem. Das ist wieder das Henne-Ei-Problem. Wo fange ich an? Und ich sage das jetzt mal ganz offen. Diese Gesetzgebung der EU, die steht seit 2-3 Jahren im Proben fest. Die steht eigentlich schon seit 20 Jahren am Horizont. Es war klar, dass das so kommen würde. Dass das jetzt vom NEFZ so schnell auf WLTP wechselt, das war schon ein bisschen der politischen Agenda geschuldet. Aber wir haben einen Unwillen in der Gesellschaft, negative Szenarien zu prognostizieren und zu antizipieren, also sich vorzustellen. Das tut mir schrecklich leid. Wir werden durch dieses Tal durchgehen müssen. Wir werden jede Menge Arbeitsplätze in der Autoindustrie, in der Zulieferindustrie, in der Maschinenbauindustrie verlieren. Das können wir nicht ändern. Aber lassen Sie uns wirklich darüber reden, wie wir da wieder herauskommen. Es ist kein Naturgesetz, dass dieses Land sich zugrunde richtet und dass wir aufgrund von schwachsinniger Politik unseren Wohlstand verlieren. Das kann man alles korrigieren. Es ist eine Frage des Willens. Und des Willens bei Ihnen. Nichts weiter. Ganz kurz ein Einwurf. Asien, mein Sohn lebt in Asien, die reiben sich die Hände und sagen, lasst mal die guten Deutschen ihre Probleme so lösen. Das kommt nur uns zugute. Das ist eine Stimme aus Asien, die ich selber gehört habe. Ja, natürlich. Man kann das ganze Thema Elektromobilität auch industriestrategisch sehen. Es war völlig ausgeschlossen, dass aufgrund der modernen Abgasreinigungs- und Effizienztechnologie, die beim Verbrennungsmotor herrschte, dass dieser Entwicklungsvorsprung von einem Industrieland wie China im Verhältnis zu Deutschland auf absehbare Zeit aufgeholt wird. Absehbare Zeit, muss man immer einschränkend sagen. Das heißt also, die haben sich was anderes überlegt. Die haben gesagt, es macht keinen Sinn, auch Dieselmotoren zu bauen. Oder auch Verbrennungsmotoren zu bauen. Da holen wir die Deutschen nie an, weltweit. Aber wenn wir ein Klima schaffen und den Stöpsel ziehen mit ihrem Verbrennungsmotor, dann starten wir alle bei Null. Und wenn wir bei Null starten, dann sind wir vorn dabei. Weil wir schießen uns nicht dauernd in den Fuß wie die Deutschen mit ihrer Stromerzeugung und den ganzen Themen. Wenn wir bei Null starten und eine völlig neue Antriebstechnologie definieren, sind wir vorne dabei. Sie sehen, Tesla ist ein Unternehmen, das gibt es keine 20 Jahre, ich weiß jetzt gar nicht genau wie lang. Das hat einen Börsenwert wie ein großer deutscher Automobilhersteller, teilweise sogar mehr gehabt. Wenn Sie sich die Produktionsstätten angucken, ja, die bauen ja, 5.000 Autos die Woche, sowas in den USA. Da gibt es Autohersteller in Deutschland, die bauen das in Deutschland am Tag. Das heißt, es ist gar nicht die Relation da. Das ist ein relativ kleines Unternehmen, das in relativ kurzer Zeit dahin gekommen ist. Mit einer unglaublich kleinen Mannschaft. Weil es etwas völlig anders macht. Und das ist jetzt genau der Punkt. Das ist unglaublich gefährlich, diese Durchbruchtechnologie. Ja, Sony hat die besten Röhrenfernseher der Welt gehabt. Redet noch jemand von Röhrenfernsehern heute? Ja, Transistorradio von Telefunken. War toll. Redet kein Mensch mehr von. Und der Walkman von Sony, der hat auch ein super Laufwerk gehabt. Kennt noch jemand einen Walkman? Ja? Die haben so einen Stabilisierungsmechanismus bei ihren Antriebsmotoren. Ja? Die hatten zwei separate Motoren. Das interessiert in Zeiten von MP3-Playern kein Schwein mehr. Und das will ich damit sagen, wenn Sie etwas Neues, ein Breakthrough haben,
und das ist das Elektroauto, dann gelten die alten Regeln nicht mehr. Und das ist unglaublich gefährlich. Wir sind auf so dünnem Eis. Wir können uns das hier gar nicht vorstellen. Wir leben alle vom Verbrennungsmotor und wir glauben alle, es gibt einen Transitionsübergang, der viele Jahre dauert. Nein, das muss nicht sein. Das kann in 5-6 Jahren, können diese großen Unternehmen, die scheinbar solide aufgestellt sind, einer massiven Konkurrenzsituation ausgeliefert sein und es kann völlig desaströse Auswirkungen für unser Land haben. Ich will das jetzt nicht an die Wand malen, ich habe nur gesagt, die Politik, die wir machen, die ist nicht die Politik, die jemand machen würde, der die Industriegesellschaft seines Landes verteidigt. Das ist die Politik von Menschen, die moralisch überhöht etwas durchdrücken wollen und die den Leuten in diesem Land den Preis dieser Politik nicht sagen. Und das ist das Unfaire. Wenn man ihnen sagen würde, ja, das kann alles funktionieren, aber jeder fünfte von ihnen hat dann nur noch ein Auto. Und jeder zweite von ihnen hat vielleicht ein drastisch reduziertes Einkommen. Vielleicht ist er auch arbeitslos. Und wenn das so klipp und klar den Leuten sagen würde in diesem Land, dann wäre ich gespannt, wie diese Klimadiskussion und diese Autohassdiskussion in diesem Land geführt wird. Leider macht das niemand. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, das immer wieder zu machen. Vielen Dank für den Vortrag jetzt über die deutsche Automobilindustrie. Aber was ich noch nie gelesen habe, ist, was hört man eigentlich aus dem Ausland? Wir haben ja auch in Frankreich eine Automobilindustrie, in Italien, wir haben in Rumänien, ist glaube ich Dacia oder und so, sonst wo. Ja. Was hört man eigentlich von denen? Das ist eine gute Frage. Diese Verbrauchsregeln gelten ja absolut. Und ein Kleinwagen, französischer Kleinwagen, der, sage ich jetzt mal, 4,5 Liter verbraucht, der ist von diesen Strafsteuern nicht so stark betroffen wie ein deutsches SUV, das Größenordnung 10 Liter verbraucht. Da können Sie sich überlegen, und das könnte auch eine politische Strategie sein, das ist eine Vernichtungsstrategie für große verbrennungsmotorische Fahrzeuge. Es wird nicht die Elektroautos geben, die diese ersetzen. Das heißt, die Leute werden auch nicht komplett auf Mobilität verzichten. Was werden die Leute logischerweise machen? Die werden Kleinwagen kaufen. Und wer ist der Hersteller von Kleinwagen? Jetzt sind wir wieder da. Und wenn das Jahr 2025 kommt, wo man diese ganze EU-Gesetzgebung neu bewertet, dann könnte es sein, dass man sagt, also irgendwann treffen sie auch die Kleinwagen, ne? So 2,5 Liter kann keiner. Nee, kann es auch nicht. Wir waren auch viel schlimmer vom Verbrauch. Also diese 2,5 Liter, die treffen dann auch die Kleinwagenhersteller. Es könnte aber sein, dass auf dem Weg hin zu dieser Schwachsinnslösung, Abschaffung des Verbrennungsmotors, die europäischen Autohersteller in Frankreich und Italien auf einmal sagen, ja nee, also das war nicht so gut. Wir sehen ja, wie das mit Deutschland gelaufen ist. Wir müssen diese Gesetzgebung ändern. Und da könnte es sein, dass man sagt, ja, wir reduzieren das jetzt. Diese Strafzahlen. Dann ist aber die Entscheidung, ob wir in Deutschland noch Verbrennungsmotoren produzieren oder nicht, gefallen. Und die nimmt auch keiner mehr zurück. Aber die Entscheidung, ob man noch französische und italienische Kleinwagen in Frankreich, Italien oder sonst wo baut, die ist dann noch nicht gefallen. Deshalb könnte das, wenn Sie es ein bisschen industriestrategisch sehen, könnte es sein, dass es gar nicht dazu kommt, dass man Verbrennungsmotoren vollkommen eliminiert. Man fährt momentan eine Strategie, wie man großvolumige Premium-Fahrzeuge umstellt auf Elektroantriebe und nicht so sehr den Kleinwagensektor betrachtet. Langfristig könnte es sein, dass man das eben revidiert. Könnte ich mir vorstellen. Ein knapper Punkt bei der Elektromobilität ist ja die lange Ladezeit der Akkus. Könnte man die nicht von vornherein austauschbar machen, sodass sich die Industrie auf ein paar wenige standardisierte Typen einigt. Und so wie man heute tankt, fährt man dann an Stationen, wo immer geladene Pakete da sind und tauscht die Art Gabelstapler aus und kann weiterfahren. Ja, Sie sprechen jetzt an, wie man jetzt Elektroauto praktikabel macht. Es ist nicht die Aufgabe der Politik, sich da Lösungen zu überlegen,
die gibt es, haben Sie vollkommen recht, da gibt es Lösungen. Ich glaube, beim Tesla Model S kann man den Akku auch automatisiert tauschen. Es ist aber tatsächlich so, dass wir hier nicht reingreifen wollen, wie sich etwas technisch ausprägt. Ja? Ich möchte es jetzt nicht subventionieren. Wenn das Elektroauto sich beim Markt durchsetzt und mit den schnellen Ladezeiten, ist es ja gar nicht mehr so ein großes Problem für den Einzelkunden. Für die Gesellschaft ist das Elektroauto schon ein Problem, und zwar für unsere Gesellschaft. In den USA ist es so, da gibt es mittlerweile eine Anti-Tesla-Bewegung. Ich war selber überrascht davon. Die parken mit ihren Trucks quer auf Ladepunkten von Tesla. Das ist etwas, was zu einer gesellschaftlichen Spaltung führt, weil man eben tatsächlich den einen gegen den anderen ausspielt. Und davor warne ich, wir sollten als Politik nicht hingehen und jemandem vorschreiben, wie er zu leben hat. Wenn das Konzept eines Elektroautoherstellers so überzeugend ist, dass keiner mehr ein verbrennungsmotorisches Auto kauft, dann ist das Fortschritt. Und dem stellen wir uns nicht in den Weg. Wenn es aber so ist, dass ich das eine Konzept politisch vernichte, und das passiert hier, dann habe ich eine völlig andere Ausgangssituation. Und deshalb, wie gesagt, ich möchte nicht, dass wir hingehen und uns für oder gegen die eine Technologie aussprechen. Das ist nicht unser Job als Politiker. Wir müssen Wettbewerber halten. Und da kann es durchaus sein, dass irgendjemand auf eine schlaue Idee kommt, wie man zum Beispiel auch ein Wasserstoffauto baut. Ja, das Problem beim Wasserstoffauto war ja bisher immer, dass es keine wirklich funktionierende Lösung gibt, Wasserstoff im Auto zu speichern und den schnell und wieder rein und raus zu kriegen. Es gibt diese Tanklösung mit den 700 Bar, aber wenn morgen jemand aufsteht und eine Lösung erfindet, wie man Wasserstoff in einer schönen, leichten Verpackung billig, schnell rein und raus kriegt, dann reden wir auf einmal alle von Brennstoffzellen auf oder von Wasserstoffverbrennungsmotor. Und das ist Fortschritt. Und Fortschritt darf man sich nicht in den Weg stellen durch Politik. Aber Politik zu machen und damit etwas auszuschließen, wie hier den Verbrennungsmotor und ein ganzes Land in den Ruin zu führen, ohne Alternative, das ist verantwortungslos und das machen wir nicht mit. Und deshalb haben Sie bitte Verständnis dafür. Ich bin nicht dafür da, irgendwelche technischen Lösungen bei Elektroautos oder Wasserstoffautos zu propagieren, auch nicht bei Verbrennungsmotoren. Es geht mir hier einfach nur um politische Rahmenbedingungen, wie wir in diesem Land eine vernünftige Industriepolitik machen, Verkehrspolitik. Ich habe noch. Jetzt habe ich mal eine Frage. Könnte es nicht sein, dass die deutschen Autohersteller exportieren natürlich ja international, also USA, China, Russland und so weiter und so weiter, dass vielleicht ihnen der deutsche Markt gar nicht so sehr fehlt? Ja, da sprichst du was an. Momentan ist es so, dass doch der deutsche Markt ist nicht so bedeutend für so einen Autohersteller. Was ist bedeutend? Ja, 10% ist schon bedeutend, sagen manche. Aber tatsächlich ist die Größenordnung so. Aber der europäische Markt, der ist definitiv bedeutend. Ja, und wir reden hier von der Gesetzgebung für ganz Europa. Und deshalb ist es so, muss man schon ehrlich sagen, die Motivation, den europäischen Markt als Markt zu erhalten, die ist schon da. Die muss da sein. Wir reden hier von einem signifikanten Absatzvolumen. Aber was soll der Autohersteller denn machen? Was soll er denn machen? Wenn er sich auflehnt, wie ich das gesagt habe, schlägt ihm der mediale Shitstorm entgegen, der gesellschaftliche, die Ächtung. Ja. Wenn das zum Beispiel jetzt ein schwäbischer Automobilhersteller machen würde, sich hinstellen würde und sagen, alles Bullshit, da würden die Greta-Jünger und die ganzen Umweltorganisationen vor Filialen dieses Autoherstellers demonstrieren, die würden Autohäuser belagern, die würden Kundenautos belästigen. Ja. Es gäbe einen riesen Negativ-Image und deshalb macht es keiner. Nein, den Markt gibt hier keiner auf, man kommt nur mit schönen Sprüchen um die Ecke. Und diese schönen Sprüche sind dann eben so, dass man versucht, in Europa sich anzupassen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, in einem Markt, so wie der jetzt gerade gemacht wird, ja, das ist unglaublich teure Verbrennungsmotoren und Propagieren von Elektromobilität, das ist ja ein künstlicher Markt. Und den gibt es auch nur so in Europa. Den gibt es so in den USA nicht. Auch in China gibt es den so nicht. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ein reines Szenario für Europa. Und ich könnte mir vorstellen,
dass man in Europa dann einfach hingeht und sagt, wir verkaufen weniger Autos. Und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, Alfred. Der europäische Markt wird langfristig nicht mehr so wichtig werden. Das denke ich schon. Also besteht da dann doch noch Hoffnung, oder? Ja gut, Hoffnung gibt es erstens immer. Und zweitens, Entwicklungen verlaufen selten so radikal, dass die Autoindustrie von 100 auf 0 verschwinden wird. Auf dem Weg in den Niedergang unseres Landes werden wir hoffentlich eine sachliche Diskussion führen, wie wir unseren Wohlstand erhalten und wie wir uns zukünftig bewegen wollen. Und dass ich es hier gesagt habe, ist alles reversibel. Und eins ist völlig klar, dieses Land hat schon große Krisen überstanden und man kann auch eine, sag ich jetzt mal, Industrieabbau in Deutschland, wenn man den wirklich will, dann kann man dem auch wieder entgegentreten und kann das auch wieder umkehren. Das Entscheidende ist nicht, was die Politik heute sagt, das Entscheidende ist, wie der Wille der Gemeinschaft oder der Leute in diesem Land sich artikuliert. Und wenn wir ein gesellschaftliches Klima und eine politische Stimmung haben, die wieder eine deutsche Industrie haben will, Autoindustrie, Luftfahrtindustrie, whatever, und die Leute die entsprechenden Kreuzchen auf dem Badzettel machen, dann kriegen wir so alles hin, Alfred. Weil wir kriegen das nicht hin. Wenn uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, naja, dann leben wir im Agrarstaat. Und das ist unsere Aufgabe als AfD, knallharte Positionierung zu machen und auch immer wieder zu sagen, wir wollen ein anderes Deutschland, als das momentan hier propagiert wird. Wir wollen auch ein gutes Deutschland. Und das Deutschland, was wir wollen, ist nicht weniger modern als das andere. Nur das Deutschland, was wir wollen, ist kein Märchen. Das Deutschland, was wir wollen, funktioniert. Und wenn es nachhaltig, wenn das Wort nachhaltig kommt, ich sage jetzt mal so, das, was hier propagiert wird, ist alles andere als nachhaltige Politik. Das ist Augenwischerei, das ist Effekthascherei. Das wird nicht funktionieren. Wir wollen einen Industriestaat, in dem die Bevölkerung in gesunden Verhältnissen lebt und der nachhaltig funktioniert. Und nachhaltig heißt immer mindestens 40 Jahre. Kein Finanzierungskonzept, was wir momentan haben, kein Rentenkonzept, trägt unsere Staatsfinanzen über die nächsten 40 Jahre. Und das muss man sich auch mal sagen. Wenn hier immer von Nachhaltigkeit geschwätzt wird, wir haben alles andere als einen nachhaltigen Staat. Es gibt, ich fasse nochmal zusammen, es gibt keine funktionierende Verkehrspolitik. Das führt irgendwann zum Kollaps. Es gibt keine funktionierende Energiepolitik. Es gibt keine Lösung, wie wir unseren Strom in den nächsten 10 Jahren sicher und zuverlässig aus der Steckdose kriegen. Die gibt es nicht. Es gibt kein funktionierendes Rentenkonzept. Und jetzt komme ich mal zu was ganz Krassem. Ja, bringe ich jetzt auch mal das Wort. Es gibt auch kein funktionierendes Konzept, wie wir mit Migration umgehen wollen. Und dieser Staat schimpft sich nachhaltig. Das ist ein Witz. Wir sind alles andere als nachhaltig. Wir führen eine Effektpolitik mit gutem Gewissen und das Ganze führt ins Nirvana. Und diese Gesellschaft wird das erkennen. Und wenn sie es erkannt hat, dann sind wir da, um es zu korrigieren. Ja.